So, jetzt sitzen wir in einem Auto, was ganz neu reingekommen ist, allerdings ein Gebrauchtwagen, sehr speziell ist, werdet ihr gleich sehen. Ich kann euch leider aber zu diesem Auto noch nicht ganz so viel sagen, weil der so neu ist, dass noch nicht so viele Daten da sind und das Auto auch noch nicht hier ausgeschrieben ist. Dazu möchte ich sagen, dass jetzt am Wochenende Hausmesse ist, und zwar am 6.4. und 7.4. ist hier beim Herrn Bendisch Hausmesse, und da könnt ihr euch das Auto und auch die anderen Autos, die wir euch zeigen, in Ruhe anschauen und euch eure eigenen Informationen, nähere Informationen nochmal holen. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Also, wenn ihr Lust habt, fahrt am Wochenende hierher, besucht mal den Herrn Bendisch und schaut euch die schönen Autos an, die er hier zu stehen hat. So, jetzt zu diesem Auto hier. Das ist ein Mercedes Autosleeper mit einer Very British Einrichtung. Das ist sehr speziell. Aber, also mir gefällt es eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Auto hat jetzt 30.000 Kilometer drauf. Die Erstzulassung war am 30.10.2015, ist Automatik. Und ja, der Preis wird sich so ungefähr auf die 67.000 Euro, wie sagt man? Zu bewegen. Ja, zu bewegen. So. So. Das ist also die Inneneinrichtung, alles Leder, echtes Leder, Farbe, wie gesagt, very British, sehr speziell. Der Tisch ist natürlich bewegbar in alle Richtungen und man kann ihn auch vor- und zurückschieben. Dann gehen wir mal weiter in die Küche. So, das ist die Küche, und da muss ich sagen, das finde ich also schon eine sehr, sehr tolle Küche. Also wir haben erstmal einen Herd mit 4 Flammen. Also der ist ja bald schöner als unser Zuhause. Ganz, ganz toll. Gasherd. Nee, Quatsch, eine Elektroplatte sogar dabei und 3x Gasflamme. Dann haben wir, das ist so ein Aufwärmen, denke ich mal, eine Aufwärmvorrichtung, wo man Essen reinstellen kann. Also vermute ich jetzt einfach mal, weil hier nämlich ist der Backofen. Der ist auch noch nie benutzt worden. Ja, ganz nagelneu. Hier ist der Backofen drin. Und ja, dann haben wir halt natürlich jede Menge Schubfächer und Stauraummöglichkeiten, also sehr, sehr große Schränke. Hier ist das Waschbecken. Steckdosen, Licht, also an den Lampen, wenn man jetzt, kannst du das hier unten mal zeigen, da siehst du eben, dass das wirklich very British ist. Also. Schon sehr speziell. Und hier haben wir noch eine Dunstabzugshaube sogar dabei. Hier sind nochmal Steckdosen nachhaltig wahrscheinlich eingebaut worden. Hier ist ein Lichtschalter, sehr viel Stauraum, hier mit Glashalterung. Hier. Auf der anderen Seite haben wir nochmal sogar eine Mikrowelle, dann ein großes Gefrierfach. Großen Kühlschrank. Was ist hier oben drin? Ah, das ist Fernsehvorrichtung. Alles für den Fernseher, der ist hier.
Dann haben wir eine, ich nehme an, dass das eine Klimaanlage ist, das oder? Ist Klima, ja. Klimaanlage drin von Truma. Ja, ich befinde mich schon mal in dem auch very old britischen Schlafgemach. Was ich gut finde, ist, die Tür kann man abtrennen nach vorne. Ich mache es gerade mal kurz zu. Und die ist auch richtig dick. Also da kann einer vorne sitzen, Fernsehen gucken und der andere kann hier schon Schläfchen machen. Das finde ich gut. So, dann kommen wir rein in die gute Stube. Ja, das ist das Bett. Also das ist natürlich very old style. Aber trotzdem finde ich dieses Auto irgendwie toll. Ich weiß auch nicht. Also ich würde es mir vielleicht anders beziehen. Ich finde es halt trotzdem gut. Hier noch andere Teppiche. Ja, das ist das Schlafzimmer. Auch hier nochmal Schränke zum Verstauen. Und wenn wir jetzt gerade mal die Position tauschen. Fernseher? Ja, Fernseher. Nochmal ein Fernseher im Bettchen. Da kann einer das gucken und der andere das gucken, wenn man das mag. Wir gucken eigentlich gar kein Fernsehen. So, hier sind Schränke. Auch ziemlich große Kleiderschränke mit Tresor. Schubfächer. Also das ist schon ziemlich massiv, das Ganze. Also von der Verarbeitung her ist das schon eine richtig gute Geschichte. Hier ist nochmal ein Kleiderschrank. Gib mir mal die Kamera, dann zeige ich das mal. Lass mal wissen, was das Ding wiegt. Das ist ja nicht so, hier haben wir nochmal die andere Seite Kleiderschrank. Also wirklich sehr viel Stauraum. Ja, und hier für die Dame ein Frisiertischchen. Und dann gehen wir mal ins Bad. Da kann Michael immer vorbeigehen. Ja, was uns noch mal interessieren würde, ist, wie viel das Auto überhaupt wiegt, weil das ist alles massives Holz. Und warum der Michael jetzt gerade noch mal so nah an die Toilette rangefahren ist, da steht, dass das Leichtkeramik ist, die Toilette. Also das ist alles gutes Holz, massives Holz. Und ich denke mal, dass es mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen hier nicht hinhaut. Das wird mehr sein, weil es wirklich echt alles massiv ist hier in dem Auto. Also, sehr speziell, Geschmackssache natürlich, weiß auch nicht noch. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, ob ich es schön oder nicht schön finde, aber auf jeden Fall wollten wir euch das Auto mal zeigen. Also praktisch ist es allemal und hat unheimlich viel Stauraum. Jetzt gehen wir nochmal raus und zeigen euch doch mal von außen den Stauraum, den doppelten Boden. Und dann war es das für dieses Auto. Ja, mehr wissen wir eh nicht. Nee, wir wissen zu dem Auto sowieso nicht so viel. Müsst ihr euch ja fragen, falls ihr da Interesse habt. Nee? Okay, dann gehen wir mal raus. So, was ich jetzt also total schön finde jetzt an dem Schlafraum, ist dieses riesengroße Fenster. Also das finde ich toll. Allerdings wird es wahrscheinlich schwer sein, sowas nachzukriegen. Und die Einstiegsmöglichkeiten sind natürlich da eher gegeben als bei kleinen Fenstern. Das muss man natürlich auch wieder beachten. So schön wie es aussieht, aber hier kann einer mal schnell reinkrabbeln. So, jetzt stehen wir vor dem Mercedes Auto Sleeper außen. Hier gibt es eine Einstiegshilfe. Daran wurde sogar gedacht. Kann man sich festhalten beim Einsteigen. Und wir haben uns auch gerade noch mal das große Fenster angeguckt. Wie ich das schon so gesagt habe, das ist ja leicht einzusteigen, aber es ist alarmgesichert mit Alarmanlage. So, und hier haben wir dann halt den doppelten Boden, wo man noch mal einiges lagern kann. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Hier ist
das Auto nicht hat, ist eine Halterung für Fahrräder. Da muss man wahrscheinlich dann auch hinten an an der Anhängerkupplung was ranbauen, damit man die da aufstellen kann. Das gibt es bei dem Auto hier nicht. Aber ansonsten ist das, also ist es sehr speziell, aber ja, ist halt Geschmackssache. Auf jeden Fall hat es alles, was man sich so wünschen kann. Ne? Das ist hier.